So, Leute, da sind wir beim nächsten Review, was ich sehr cool finde. Und zwar haben wir von Ultimate Guard die coole 2022 Exclusive Series, haben sie mir zugeschickt. Hammer. Ich bin mega gespannt drauf. Es sind ja die ersten wirklichen 133 plus, steht jetzt zum Beispiel auf dem Sidewinder drauf. Das heißt, es sind eine der wenigen Firmen, die jetzt über 100 Kartengröße anbieten, was super wichtig ist für alle Commander-Spieler und für Casual-Spieler, die zwei Decks nehmen wollen und so weiter und so fort. Deswegen gucken wir uns den ganzen Kram mal an. Danach, wie immer, teste ich den für ein paar Tage und dann sehen wir uns wieder. Dementsprechend gucken wir uns an. Angucken und, oh Gott, das ist schwierig rauszubekommen. Gucken wir uns ganz kurz das nochmal an. Hier steht extra drauf, Great for Commander oder EDH-Decks. Magic the Gathering Commander is registered, traded with Wizards of the Coast. Sehr cool. Wusste ich gar nicht, dass Magic the Gathering Commander ein eingetragenes Markenzeichen ist. Krass. Easy Access, Xenoskin-Material, Mono-Colored, finde ich sehr, sehr cool. Und Strang Magnets, die werden wir auf jeden Fall noch testen. Und ansonsten, ja, ich finde es gut, dass sie wieder Magic the Gathering draufgeschrieben haben. Weil die meisten anderen Spieler können damit wahrscheinlich nicht viel anfangen. Ich werde wahrscheinlich auch mal ein Yu-Gi-Oh!-Deck reinknallen, aber das wird wahrscheinlich nicht so viel Sinn haben. So, schmeißen wir es auch beiseite. Kurz mal an, ich liebe ja diesen Mono-Color. Ich liebe Mono-Colored, ich finde es super angenehm. Es ist riesig, das Ding ist wirklich der Wahnsinn. Hier oben haben wir dann so ein Ultimate Guard Exclusive 2022. Das Ganze, mir fällt die Farbe nicht ein. Das Ganze heißt Pastellgrün. Steht auf der Box hier unten drauf. Ich finde es eine sehr strange Farbe. Dieses Grün. es erinnert mich an Zeiten beim Bund, wo man sowas getragen hat. Aber okay. Lassen wir Farben sein. Über Farben kann man sich dementsprechend streiten. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem und gucken uns an, was da so alles reinpasst. Und zwar zuallererst packen wir jetzt kein Commander-Deck da rein, weil ihr wisst alle, ich bin nicht ganz so der Commander-Fan. Ich habe hier aber zwei 60 Karten Single-Sleeved Decks mit den Premium-Sleeves von Ultimate Guard. Das sind diese Magic the Gathering Arena Starter, glaube ich. Und das sind beide Decks. Und ja, was soll ich sagen? Die sind Single-Sleeved. Das sind jetzt 120 Single-Sleeved Karten. Wenn man das als Commander-Deck sieht, ist das mehr als ein Commander-Deck. Wahrscheinlich ist das eher so ein Single-Sleeved Commander-Deck. Das ist eine Menge Platz. Heilige, das ist viel Platz. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber natürlich, ja, ich weiß, ich habe auch ein Commander-Deck. Und ja, ich packe euch da jetzt auch ein Commander-Deck rein. Gar keine Frage, gar kein Problem. Hier haben wir das Commander-Deck. Commander-Deck geht easy rein. Das ist auf jeden Fall Double-Sleeved. Das geht hier easy rein. Wow. Auch hier ähnlich viel Platz. Krass. Krass, wie viele Karten. Klar, Commander-Deck, 100 double-sleevede Karten, plus jetzt halt noch wirklich Tokens und was nicht alles. Uff, das ist gut. Wenn man dann so einen Kartentrainer da reinlegt, hat man hier echt noch... Gönnen wir uns mal hier so ein bisschen was an Stapel an Karten. Nur um euch das mal klar zu machen, wie viel Platz das ist. Das ist ein double-sleeved Commander-Deck, das sind Single-Sleeve-Karten. Das ist riesig. Das ist der Wahnsinn für jeden Commander-Spieler, glaube ich. Alleine, weil ihr noch Tokens dabei tun könnt und sonstige Sachen. Das ist eine mega coole Box. Gefällt mir super gut. Ich bin immer ein Fan davon, große Boxen zu haben, wo ein bisschen Luft drin ist, um eben noch Tokens und andere Sachen mitzunehmen. Und bei Commander-Decks war das halt immer sehr, sehr schwierig, überhaupt in diese Größe reinzukommen, weil ja, da gab es halt nicht viel Auswahl an so großen Boxen. Es gab einen anderen Hersteller, der so große Boxen gemacht hat. Jetzt ist Ultimate Guard da und sie machen natürlich ihre normalen Qualitätsprodukte. Tun wir das Commander-Deck mal beiseite. Dazu kommen wir später bestimmt nochmal. Das auch. Und ja, das ist die Box. Da werde ich auf jeden Fall mal mein Commander-Deck drin einbasteln. Oh, eine Sache kann ich noch testen. Packen das Commander-Deck jetzt mal da rein. Geht es so rum eigentlich auch da rein? Nee, geht's nicht. Okay, wir packen das Commander-Deck jetzt mal da rein. Machen das Ganze zu. Und gucken mal. Nein. Also, sicher ist was anderes. Und halten. Ich probiere das jetzt nochmal, aber das sah jetzt nicht so überzeugend aus, ehrlich gesagt. So, packen wir das so, packen wir es mal seitlich. Seitlich geht's, Kopf über natürlich, oder? Na. Ah, da habe ich es auch aufgekriegt. Also man braucht schon ein bisschen Kraft, um die aufzumachen. Aber ja,
Dementsprechend geht das aber mit dem Aufmachen. Also es ist nicht super leicht, also dass die aufspringen, aber auch nicht super schwierig. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was, wenn ich das Ding jetzt eine Woche lang bei mir im Ranzen rumtrage, was damit passiert. Und ja, gucken wir, was wir sonst noch haben. Und zwar haben wir noch diesmal in einer anderen Farbe, und zwar in A Dark Orange. Das ist keine Lego-Farbe, das ist eine Farbe für Flip and Tray. 266 Xenoskin, das ist eine Flip and Tray. Boah, das Ding ist riesig. What the fuck? Ich möchte hier euch mal ganz kurz einen normalen daneben zeigen. Nämlich, das ist jetzt zugegebenermaßen kein 200er, das ist nur ein 180er. Aber Ich glaube, das zeigt schon ganz gut, was ihr euch hier erwartet. Also eine 100er ist vielleicht so lang. Das ist riesig, das Teil. Wenn wir es jetzt mal kurz, ganz kurz mit dem Kleinen hier machen. Das ist ein 122 plus, 133 plus. Und das ist eine 80er plus. Wenn ich jetzt mal eine 100er plus nehme, ja. Ihr seht, die Teile sind riesig. Jeder Commander-Spieler, der Decks hat, was Commander-Spieler vielleicht haben, so ein oder zwei Decks. Die sollten sich auf jeden Fall da mal umschauen. Und ja, wenn ihr nur zwei Decks habt, ist vielleicht so eine Flip and Tray ganz cool für euch. Gucken wir uns mal an. Alter, wie massiv dieses Inlay einfach aussieht. Ich kriege das, glaube ich, gar nicht so krass auf den Schirm, wie krass dieses Inlay aussieht. Und ja, Hochkant geht jetzt nicht. Doch, muss gehen. So ist es ja gedacht. Genau. Hochkant. Nee. Wie? Wie sollen die Karten da reingehen? Box, helf mir. Und Box sagt so. Okay. Das macht voll viel Sinn. Erschreckenderweise. Und dann packen wir es hier auch mal zu. Und jo. Mein Ojutai Commander Deck passt da perfekt rein und hat auch wieder ein bisschen Luft. Auch hier 133 Karten pro Seite. Und die kann man dann eben so seitlich da rein tun. Uff, das ist schon nice. Mir gefällt es jetzt persönlich mit der Lasche zum Ziehen nicht so, weil ich komme da zwar rum, ich habe zwar auch an der Seite ein bisschen Platz, aber ich drücke jedes Mal meine Karten mit dem Fingernagel an. Und das habe ich auch schon hier getan tatsächlich, wenn man das sieht. Also das ist jetzt mit dem Fingernagel passiert. Das ist nicht so cool, das gefällt mir bei den anderen Sachen besser. Aber gut, hier sind auch nicht auf beiden Seiten so ein Loch, auch ein bisschen schade. Da hätte ich es lieber, dass man die Löcher hier an den Seiten hat, dass man irgendwie die Box anders rausbekommt oder so rum da drin hat und in der Länge nach rauszieht und dann halt immer vorne auf so eine Karte. Weil es ist immer besser, wenn man auf so eine Karte zieht, als wenn man seitlich auf so eine Sleeve drauf drückt. Jo, dasselbe haben wir wahrscheinlich hier unten nochmal. Ta-da-da-da! Jawohl! Auch hier wieder sehr schön mit dem Inlay. Also das Dark Orange gefällt mir um einiges besser als das Lime Green. Das Dark Orange ist, ja, schade, dass die nächste Produkt von mir nicht auch in dem Dark Orange ist. Egal. Und dann haben wir natürlich noch ein obligatorisches Würfelfach. Das Würfelfach ist genauso groß wie die anderen Würfelfächer, die ihr in den anderen Produkten habt, auch. Und ich erwähne es ja immer wieder gerne, beziehungsweise werde auch immer wieder danach gefragt. Ja, wir haben hier so ein normales Okidoki-Ding, die habe ich gerade frisch aufgemacht. Wenn man die jetzt nimmt, kann man dieses Inlay hier perfekt auch hier in so eine Box verschwinden lassen. Das geht auch bei dieser Box. Auch hier könnt ihr perfekt eine Okidoki-Ding reinlegen und das auch wieder rausholen. Dafür sind hier oben tatsächlich zwei Griffe drin, was ich sehr, sehr gut finde. Also das Respekt dafür, hier nochmal die Griffe reinzumachen, um da schön an die Ding ranzukommen. Auf der Unterseite hätte ich es jetzt nicht gebraucht, weil ich brauche ja nur mit einem Finger dran und ich würde mich ja hier dann an diesem Ultimate Guard 2022 Exclusive halt dranhangeln, dass ich den Würfel auch so rum da rein tue. Aber für die Leute, die es unbedingt so rum haben wollen, vielleicht für Linkshänder, ja, kann ich mir vorstellen, Linkshänder, ist es halt sehr, sehr cool, das so rum zu haben. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, gerade wenn es mit links und rechts. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt ein Ding ist oder ob man es einfach aus Symmetrie gemacht hat. Keine Ahnung. Ja, ansonsten, die Inlays, die Trays benutzen die wenigsten Leute ja normalerweise. Hierbei ist es aber leider so, es gibt noch keine Boulder. Das hätte ich mir jetzt noch gewünscht. Dann noch so einen grün-roten, wie wir bei der Exclusive Series 20
20, glaube ich, hatten. So, wo wir so einen rot-schwarzen Boulder hatten. Hier so einen grünen, roten Boulder in den beiden Farben. Von mir aus sehr, sehr gerne auch als Return to Earth Boulder. Das wäre der Hammer gewesen. Das wäre der absolute Wahnsinn gewesen, den noch mit dabei zu hauen in dieses Series. Weil, naja, sind wir mal ehrlich, diese Trays benutzen nur wenige Leute. Die meisten Leute nutzen ihre Boulder und schmeißen dann diese Boulder hier rein. Dafür ist das ja auch designed. So ein bisschen, um so ein bisschen modular was zu haben, dass man von einer inneren Box auf eine äußere Box, also eine Boxbox gehen kann und dann mit einer Boxbox in eine Boxbox gehen kann und so. Und dafür ist es designed. Das finde ich sehr, sehr cool von Ultimate Guard immer. Dementsprechend hoffe ich, dass im Laufe des Jahres da noch die 133er Boulder nachkommen. Ist das verkehrt rumgedruckt? Ist das nicht immer so rum, dass es weg von der Box ist? Bisschen seltsam. Das müsste, glaube ich, andersrum sein, oder? Also hier ist es auch andersrum gedruckt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile sich einfach geändert hat, aber das ist, glaube ich, verkehrt rum. So, gucken wir uns auf jeden Fall die Box auch weiter mal an. Die werde ich ein bisschen genauer einfach nur die Nähte und dann testen, ein bisschen damit rumspielen, ein bisschen rumtesten, mal gucken, was daraus passiert, damit passiert. Einfach aus dem Grund heraus, dass, ich habe nicht genug Commander-Decks, um die da reinzutun. Deswegen werde ich damit nicht ganz so viel testen. Aber ich glaube auch, dass wenn, kauft man sich eher so welche oder das nächste Produkt oder in Kombination auch sowas. Und zwar habe ich noch den ganz kleinen. Den ganz kleinen Omni-Hype. Ich weiß gar nicht, ob ich den. Ich kriege den gerade so komplett hier rein. 1000 plus Karten. Heilige Scheiße. Modular designed, Magnetic Trays drin, die gucken wir uns gleich auf jeden Fall noch an. Cubing, Other Formats, Easy Access, ihr könnt da alles reinmachen. Das ist so cool, ich bin so gespannt auf dieses Teil. Das sind Serviervorschläge, das heißt, ihr könnt damit sogar diese wunderschönen 133er Sidewinder reinmachen. Und zwar 5 Stück plus Boulder plus die Cases. Oder ihr könnt 800er reinmachen oder 580er. 580er klingt falsch, wenn ich 800er reintun kann. Also, ich habe leider nicht genug 80er Sidewinder. Ich habe genug 100er Sidewinder, aber nicht genug 80er. Aber das 5 Sidewinder, das klingt falsch. Das klingt wirklich falsch. 12 80er Boulder, das klingt realistischer. 14 60er Boulder und 22 40er Boulder, mega. Und ihr könnt sogar bis zu 4 Playmat in einem Compartment machen. Das Ding ist riesig. Machen wir das Ding mal auf. Ich muss das mal hier auf Kamera aufmachen, weil geht gar nicht. Einmal raus. Oh Gott. Es ist so riesig. Weg mit dem Karton. Und gucken wir mal rein. Ich bin so gespannt. Und okay, das ist nicht so cool. Das liegt an einem Kleber. Wenn man den nicht lange noch drin ziehen lässt, dann verbiegt das sich ganz hart. Und das kriegt man auch nicht mehr raus, soweit ich weiß. Das finde ich jetzt, das hatte ich schon mal beim anderen Hersteller. Das ist super ärgerlich. Man kriegt das auch nicht wirklich raus über die Länge. Ihr werdet diesen, dann hoffe ich, ich hoffe immer, dass das ein Einzelprodukt ist. Aber ich muss es anmerken, hier habt ihr auch eine Welle drin. Da fehlt dann halt einfach sowas hier, was es einfach irgendwie ein Stück weit auseinanderhält. Aber diese Welle seht ihr trotz Tray. Seht ihr das? Hier diese Welle nach außen, hier die Welle nach innen. Oh, das ist jetzt schade, aber das ist nicht cool. Gerade jetzt, nachdem ich am Treasure Hive auch so einen Fehler drin hatte, mache ich mir ein bisschen Sorgen. Gut, gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Wir haben hier noch weitere von diesen Trays, aber was hier ist, ich weiß nicht, wie gut man das reinkriegt, hier sind Magnete drin, 2 Stück. Das heißt, wir können hier magnetisch so hinsetzen und magnetisch hier oben hinsetzen und ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das klackt so ein bisschen ein. Mit so einem Magnet halt. Und wir können die auch so rumsetzen, soweit ich weiß, und können die dann so aufeinander setzen und können hier dann auch sowas machen. Was auch mega cool ist. Ich weiß nicht, ob man zwei hintereinander setzen. Doch, kann man auch, aber dann, ja, das flabbert so ein bisschen. Dann macht man das wahrscheinlich lieber so und hat dann einfach hier zwei davon. Gut, gehen wir ganz kurz auf den Deckel ein. Da steht auch 2022 Exclusive. Hier oben haben wir eine Snapclaw.
Ah, Snapclaw. Die kennen wir ja mittlerweile. Das ist ja mittlerweile Standard, dass die hier unten dann sich einhakt und fest ist. Also diesen Snapclaws, die ja wirklich unten rein sich krallen, plus die Magnete, denen traue ich das zu, dass die 1000 Karten halten. Mal gucken. Ja, dann, wie gesagt, wir haben hier zwei Reihen. Zweimal dieselbe Reihe. Ich versuche das jetzt mal umzudrehen, damit ihr auch mal seht. So. Und hier sehen wir dann auch, hier oben im Deckel, hier sehen wir dann auch die Magnete, die halt hier auch sich mit diesen Magneten außen dann verbinden. Okay, also wir haben unten anscheinend nur ein, also nur zwei Magnete hier und nicht unten noch ein Magnet. Wenn ich das richtig erfühle, es kann aber sein, dass nee, es sind nur zwei, unten ist keiner. Das heißt, wenn wir die so rum hinstellen, ist da leider unten kein Magnet, der das hält. Hm. Das hätte ich noch gerne. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ansonsten, ja, packen wir da mal ein bisschen was an Sidewindern und so weiter rein. Weil das kann ich machen. Ich werde euch einen Schütteltest mit Sidewindern geben. So, ich habe mal voll gemacht. Was nicht drin sind, sind Würfel und in dem Bowler ist nichts drin. Die anderen sind voll mittlerweile. Und ja, das ist sehr cool, wie viel hier einfach reingeht. Ich habe hier jetzt 1, 2, 3 Legacy-Decks drin. Ich habe mein Modern-Deck hier drin. Ich habe mein Commander-Deck hier drin. Ich habe mein Flesh und Blood-Deck hier drin. Und ich habe mein Pioneer-Deck hier drin. Das heißt, ich habe praktisch alle meine aktuellen Decks hier in dieser einen Box. Plus Würfel. Und hier könnte ich Tokens rein tun. Plus, das Ganze hat noch ein bisschen Luft. Also, man könnte hier easy, das ist ja genau der Punkt, das zeige ich euch auch einmal, hier auch ohne Probleme 4 Stück, also 8 von den 5, ja, 8 Stück von den 100er Sidewindern passen easy, von den 80ern wahrscheinlich sogar mehr. Also wenn ich mir das angucke, 1, 2, 3, 4, 5 dürften passen. Dürften, steigt mich nicht drauf fest, ich kann es nicht testen, ich habe nur einen 80er Sidewinder. Ich habe eine Menge 100er Sidewinder, aber nur einen 80er. Und ja, was wir jetzt damit machen ist, wir machen das Ding jetzt zu. Snapclaw ist drin, jetzt drehen wir das mal auf den Kopf. Jetzt bin ich gespannt. Meine Finger sind alle hier oben. Gerade mal gucken, dass ihr das auch seht. Meine Finger sind alle hier oben und... Will nicht. Drehen wir es mal um, damit ihr oben die Snapclaw auch seht. Nee, will nicht. So rum bringt ja auch nichts. Hm, ja, das hält fest. Na, nee, möchte nicht. Snapclaw hält. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich traue dir eine Menge zu. Und ganz außer Atem schon am Schwitzen. Anstrengend. Das, so viel zu dem. Das hier und den hier werde ich für euch jetzt mal ein bisschen durch die Gegend schleppen, ein bisschen testen. Den hier werde ich mir noch genauer angucken. Wenn ich hier irgendwelche Schwachstellen feststelle, werde ich die auch finden. Was ich halt schon an Schwachstellen festgestellt habe, ist natürlich dann hier oben diese eine Naht. Das gefällt mir gar nicht. Man sieht es auch immer noch. Jetzt, das ist halt... Das ist unschön. Bei so einem teuren Produkt ist das unschön, sowas da drin zu haben. Wie gesagt, das passiert, wenn der Kleber nicht, also wenn der Kleber nicht anständig aushärtet. Man merkt das halt auch richtig, wenn man damit mit der Hand drüber geht. Und es ist ja innen drin geschützt. Das heißt, da ist jetzt nichts gegengekommen. Sonst hättet ihr das hier auf der Rückseite halt auch. Das ist nicht so, dass das irgendwie kaputt gegangen ist. Nein, es ist einfach ein Fabrikationsfehler. Ich hoffe, es ist ein Einzelfehler. Aber ich kann es euch nicht sagen. Ich habe ja nur eins davon. An der Stelle einmal ganz kurz nochmal der Inhalt. Ich habe das Zeug zwar von Ultimate Guard geschickt bekommen, aber das ändert nicht über meine Meinung. Ich werde euch Fehler zeigen, ich werde euch Probleme zeigen, ich werde euch sehr positive Seiten, wie zum Beispiel, ich habe da fast 1000 Karten drin und ich habe die geschüttelt und es sind nicht rausgefallen. Und ja, ich werde euch positive und negative Seiten zeigen. Das ist der Vorteil von einem freien Review, auch wenn ich das Zeug gestellt bekommen habe. Aber ja, ich melde mich dann in einer Woche wieder. Ja, aus einer Woche wurden zweieinhalb Wochen. Ich habe zum Geburtstag leider so ein Geschenk bekommen, dass auf so einem weißen Test so zwei Streifen drauf waren. Ihr habt ja kurz ein Bild gesehen. Ja, dementsprechend konnte ich das schlecht draußen rumschleppen. Ich war dann erstmal eine Woche in Quarantäne, durfte nicht raus. Danach musste ich mich erstmal um andere Sachen kümmern. Dementsprechend sind es jetzt zweieinhalb Wochen rum, beziehungsweise fast drei Wochen. Und ja...
Ich habe es jetzt mal ein bisschen durch die Gegend geworfen, ich habe es mal in die Ecken geworfen, ein bisschen gepfeffert, habe da mal einen Staubsauger drüber fahren lassen und so weiter. Und ihr hört, ich bin immer noch nicht ganz gesund. Das tut mir auch leid. Gucken wir uns die Produkte mal an. Ich muss sagen, diese Box, dieser Sidewinder 133 Plus, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem, weil als pure Box ist der halt einfach nicht zu gebrauchen. Das ist halt... Er geht viel zu schnell auf, die Karten flappen da viel zu schnell raus. Die Qualität ist gut. Wir haben zwar hier unten irgendwo so eine Naht, die hier neu anfängt. Ich weiß nicht, ob es hier da kriege ich es doch rein. Da fängt die Naht neu an. Ansonsten ist es stabil, es ist nichts kaputt gegangen, es hat sich nichts verfärbt, es ist ein bisschen verkratzt. Aber das ist ja nicht schlimm. Das darf die Box ja sein, aber sie ist nicht stabil genug. Die Magnete sind nicht stark genug. Auch wenn es schon wahrscheinlich sehr viele starke Magnete sind. Es sind auf jeden Fall 4 Magnete, die sehr stark eigentlich sein sollten. Da muss mehr Magnetkraft dahinter. Oder man könnte hier eben seitlich noch so eine Flap runter machen, so eine ganz kleine. Und die auch magnetisieren hier auf der Seite. Weil, ja, das will ich kein Commander Deck an. Und Commander Decks sind nicht günstig. Deswegen finde ich die nicht so cool. Da hätte ich lieber einen Boulder davon in der 133er Größe gehabt. Anders bin ich begeistert von dem Omnihive. Ihr wisst ja, ich habe hier so eine... geh doch mal auf. Hier, ich habe hier so ein Produkt bekommen, was hier oben so einen Fehler drin hatte. Hier habe ich übrigens gerade eben den guten Ding rausgenommen. Und das Problem ist wirklich, das ist so unangenehm, dass es halt immer noch da ist. Oh, ihr seht das gar nicht. Jetzt seht ihr auch, was ich meine. Das ist halt immer noch da. Und das ist halt nach 2,5 Wochen immer noch da. Und es wird auch nicht weggehen. Ich habe es probiert, so ein bisschen wegzudrücken. Keine Chance. Ich finde es ganz cool, dass man eine Matte hier oben reinlegen kann. Hatte ich auch schon mit. Aber so eine Fehlproduktion bei so einem teuren Produkt ist uncool und darf eigentlich nicht passieren. Dementsprechend liegt ja nicht daran, dass hier jetzt keine Schiene ist oder keine Sachen drin lagen oder so, sondern es liegt wirklich nur darum, dass hier einfach Qualitätskontrolle nicht ganz so hoch war leider. Ansonsten bin ich von dem Ding mega begeistert. Ich finde es riesig, dass diese kleine Lasche hier, ich muss sie nochmal zeigen, dieser kleine Snapclaw ist eine der geilsten Erfindungen, die wirklich gemacht haben. Wenn die jetzt noch hingehen würden, und ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber als Vorschlag fände ich es ganz gut, und sie würden diesen Snapclaw auch an diese Box dran machen, dann würde die auch nicht mehr aufgehen. Das wäre auch der Hammer. Also Snapclaw bitte auch an kleinere Boxen, fände ich der Hammer, weil die sind wirklich stabil. Ich kenne die ja schon vom Smarthive. Den Smarthive benutze ich ja fast jede Woche. Mehrfach. Und da ist mir noch nie was aufgegangen. Und jetzt hier bei dieser Box, mir ist auch nichts aufgegangen. Dementsprechend kann ich auch gegendrücken. Da passiert einfach, es bewegt zwar ein bisschen, aber ihr seht schon, es geht nicht über die Snapclaw drüber. Das finde ich gut. Qualität von dem Produkt ist, bis auf der eine Flaw, der halt drin ist, was halt ärgerlich ist, ist die Qualität wirklich, wirklich gut. Es ist stabil. Es hält einiges aus. Es kann auch runterfallen ohne Probleme. Und es ist richtig rum hier drauf geschrieben tatsächlich. Weil das ist noch etwas, was mich einfach hart triggert. Es triggert mich so hart bei dieser Box, dass das verkehrt rum da drauf gedrückt ist. Das müsste ja so rum da drauf. Es muss ja immer von der Lasche weg. Es muss ja, wenn es am Tisch liegt, ja, liegt es ja mit dieser Unterseite. Wer legt denn seine Deckbox so rum auf den Tisch? Man will das ja so rum am Tisch liegen haben. Und dann ist es am Kopf. Also das triggert mich hart. Ja, wie gesagt, die Box habe ich nicht viel getestet. Ich habe es ein bisschen, hier habe ich so ein bisschen die Qualitätssachen gemacht, ein bisschen dran gezogen. Das hält aus. Ihr seht auch, ich ziehe ja gerade schon ein bisschen dran. Das hält es aus. Ohne Probleme auch mal so ein bisschen überdehnen. Null Probleme. Qualität von Ultimate Guard ist eigentlich ziemlich gut. Hin und wieder mal sind so kleine Flaws drin. Und das finde ich ein bisschen schade. Zumindest bei den ganz großen Produkten. Bei den kleinen Produkten bin ich da eher der Typ, der das schneller vergibt. Aber das ist ein richtiger Weg. Also alleine hinzugehen und die 133er-Leute zu adressieren, die Commander-Leute zu adressieren, die genug Karten haben, um so ein 1000er easy-weasy zu füllen, ist wirklich der Wahnsinn. Ist der richtige Weg, den man gehen sollte. Und für alle, die eine große Box sich gesucht haben, probiert, ob die Sidewinder was für euch sind. Mir gehen sie zu schnell auf. Ansonsten, da könnt ihr zumindest 2 Decks mitnehmen. Ich habe getestet, ob das Ding großartig aufgeht. Nein, tut's nicht. Das Ding ist zu stabil, auch wenn da ein Deck drin ist. Ich habe es ein bisschen rumgetestet, ob ich hier drin irgendeinen Flaw finde, außer hier oben falsch gedruckt. Nee, finde ich nicht. Ist ebenfalls wie das hier eine stabile Sache. Aber wenn ich die Wahl hätte und meine Commander-Decks nur, also nur 1 oder 2 Commander-Decks transportieren würde, würde ich sie da drin transportieren. Einfach nur, weil sie nicht so schnell aufgeht wie das da. Das hier ist super, wenn ihr die da reinmachen wollt.
Also wenn ihr die in den Omni-Hive machen wollt, dann ist das natürlich der absolute Wahnsinn. Das geht mit dem hier leider nicht so wirklich gut. Nur einmal ganz kurz. Weil ihr immer wollt, dass ich das teste und das ja auch bei dem Treasure Hive sehr gut angekommen ist, dass ich das durchgetestet habe. Dass das hier nicht passen kann, ist, glaube ich, logisch. Weil es auch eine Outerbox ist. Es ist keine Innerbox. Und es hat ja selber noch Innerboxen drin. Dementsprechend kann das gar nicht passieren. Aber ja, nur damit ihr es getestet und gesehen habt. Ich bin von dem Omni-Hive ziemlich begeistert und wenn ihr 1000 Karten verstauen wollt, ist das eine sehr geile Box, eine richtig geile Box. Eine der coolsten Boxen, wenn ihr mich fragt. Die anderen beiden habe ich euch genug von erzählt, was die Schwächen sind, was die Stärken sind. Ja, und ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen Schritt hin zu den 133ern auch so gut findet wie ich und ob ihr euch auch Boulder wünscht. Weil, wenn jetzt ganz viele Leute unter den Kommentare schreiben, so, hey, wir wollen Boulder, vielleicht kriegen wir dann 133er Boulder. Ich meine, wir haben 40er Boulder, wir haben 60er Boulder, wir haben 80er Boulder, wir haben 100er Boulder. Wir brauchen noch 133er Boulder. Außerdem möchte ich gerne in einer kleinen Story testen, wo diese 133er Boulder wie oft wie reinpassen. Vielleicht kriege ich die in den Smart Hive rein und so. Mal so ein bisschen rumtesten. Ja, gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die 2022er Exclusive Series bei ein bisschen näher bringen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.